Look at man, if you come to a mistake, but I receive a wonderful life, 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 life. Wendy, how? Komm, mir kommt mir so flott vor, ich hab noch mal ein paar Diaries gespielt. Ja, ich bin ein bisschen so verfallen. Tut mir leid. Ja, ich hab ein paar Tage nichts gehabt. Tut mir leid. Ich schwöre vielleicht bessere. Wie viel hast du noch? Ajo. So, wie viel hast du noch? Ajo. Da will ich jetzt eigentlich nicht gucken. Okay, geht noch. So. Heilige Scheiße. Ach, war das ein schöner Tag, wo wir das erstmal hatten. Ah, das war so toll. Also, ist es so Season 4? Oder Harvest Moon, was wir spielen werden. Dass wir es eigentlich unendlich weiterzocken können. Nee, das sollst du nicht reden, das sollst du scheiße reinwerfen. Ich hätte keine Befugnis. So. Perfekt. Kusch dich. Genau, so. Jetzt. Er versteht's. Er versteht's langsam. Nach all den Jahrzehnten. Ja, kann man es mal endlich weiterzocken. Da passiert halt nichts mehr storymäßig, ne? Das wäre dann einfach Endlevel. Das heißt, die wohl tot sind, sind halt schon tot. Und die, wo nicht tot sind, sind halt dann auch tot. Ne? Ich hab da oben was gesehen. Was soll das? Das war diskriminierend. Ja, ihr habt da wieder geknuspert, sein könnt gesehen. Was soll stehen mit dir noch reden? Haben wir denn eine Babykuh? Robbie? Oder haben wir die erst gekauft? Nee, die hatten wir schon. Was tust du da? Der. Junge, sag ich da zwei Gäste! Ach nee, da ist er ja. Perfekt. Gut, jetzt dürft ihr raus. Heute ist eh Wednesday, da passiert eh nichts. Und ja, ist eine ausgezeichnete Frage, wie viel haben wir auf Lager noch? Wir müssen jetzt wieder ein bisschen was herstellen. 905, das könnte eng werden, Kappa. Ah, dann werden wir ein bisschen was wegsichern. Was ist, dass nur die, dass die da unten immer weglaufen müssen. Da, muss reichen. Gut, da ist geschossen, da ist geballert, da wird geballert. Wir könnten durchproduzieren, habt ihr nicht unrecht. Ja. Wie gesagt, immer an Wednesdays werden wir Milch produzieren. Buttermilch, Butter oder Käse. Machen wir Butter. Käse meine ich. Käse, egal. Da klaut es auch mal draußen, was gefällt euch. Wir werden dann als nächstes. Ich werde dann schon mal vorab Spider-Man aufnehmen. Das kleine Teaser hier. Erstens haben wir wissen, was auf euch zukommt, der kleine Harvest-Pop-Sister. Und ja, genau. Das ist der Plan. ja. Ja, ist ein Blazy-Titel, habt ihr richtig erkannt. Ich habe jetzt nur die Lage, die steht sogar hier, der macht länger. Um es aufzunehmen. Nicht über Kabel drüber fahren, Boogie. Nicht über Kabel drüber fahren. Muss mal schauen, wie das. Oh, das war eine Katastrophe, ich hab's mir gerade vorgetestet. Ich hab so gekotzt im Strahl, Leute. Bis es funktioniert hat, der Farbton gestimmt hat und alles. Oh, Jesus Christ. Ich dachte, das gibt's nicht mehr. Okay, erstmal eingesteckt. Okay, Blazing ist eingezeigt. Muss der HDMI-Gedöns irgendwas ausmachen, dass man den Club capturen kann. Gerade wie Netflix, Crunchyroll und so weiter. Ne? Ist okay, passt alles cool. Dann, als Problem, dass wir da Cloud, habe ich übers Elgato 4K-Dings aufgenommen, das Programm. Und da war es so, habe OBS aufgemacht, Farbe war scheiße, OBS aufgemacht. Nein, warum? Und hier hat es dann irgendwie hin und her gekriegt, ein paar Mal gestartet, gemacht, getan, ne? Ja, der ist auch völlig
bei God of War mitunter, also da primär dann. Das leckt wie Sau. Ich war so, hä, warum leckt denn das? Was ist denn da los? Minderwertiges Kabel, bla, hin und her, gegoogelt, nee, ganze Zeit. Da ist mir aufgefallen, God of War läuft auf 25 FPS, also FPS-Begrenzung reingemacht. Gut, okay. Aufgenommen wieder das Ganze, dann war so, ey, das sieht aus wie 50.000 Jahre alt, voll ausgebleicht. Ich so, gut, okay, vielleicht ist es ja so, versuche sie hinzukriegen, aber Premiere, dann war so, boah, Digga, nein, viel zu heftig, über Weißabgleich, sollte ich was, ja, sei ja minderwertig, aus dem genau zu sein. So, dann ist mir aufgefallen, hey, ich habe HDR, mach mal HDR aus und tada! Farbton stimmt. Ja. Da willst du einfach nur was aufnehmen, ist einfach zu kompliziert. Ah, so ein Dreck. Nein, es regnet! Nein! No. Rein mit euch! Wie kann es im Winter noch regnen, Mann? Du verschwindest mal, das ist in real life. So. Auf jeden Fall, das ist so kurz mal zur Vorgeschichte dafür. Hä? Genau, zur Vorgeschichte, was das betrifft. War, ich bin echt, ich dachte so, leck mich doch am Arsch, du. Hab ich gekotzt im Strahl. Naja, guck, jetzt weiß man, was ich mich als Famer YouTuber rumschlage. Oh, ich verstehe die Probleme nicht, ja? Hier, oh, jeden Monat, ich verdiene doch 1200 Netto, wenn es hochkommt. Ja, boah, ich hab sowas, ist viel schlimmer. Okay, das war jetzt böse. Hi. Okay, ich glaube, das sind die Dampfschnitte. Ich kenne das aber nicht. Vielleicht gibt's das wie Ironie, ne? Dass man Sachen nur sagt, aber die gar nicht ernst meint. Sondern eher als Spaß, aber ist okay. Ist okay, ist okay, ist okay. Kognitiv gescheitert. Schnuffi! Musikblume! Guten Morgen, Leute, hoffe, dass ihr einen schönen Tag hält. Diese wunderschön und das auch behalten werden. Ah, da bist du sicher? Ja, nimm doch, meine Fresse. Gut, wir haben jetzt nicht wie viel? Boah, 100 goldenen Käse. Nicht schlecht. Keine Aufgaben. Jetzt mal warten. So, so. Da läuft doch was zwischen den beiden. Erwischt. Hey. Jo, Map ist immer noch geblieben. Riech gut, da ist Stoff hier drin, oder? Bring grad ein paar Hanfstäbchen ab. Jo. Genau, lass mal mit Nami reden. Was ist los bei dir? Ach, was für ein Zufall, wir haben die gleiche Frisur. Bin aber nicht dein Leben, muss gleich wieder zurück. Ich wollte nur weggehen. Die sollte etwas Freudiges an sich. Jo, die Hanfstäbchen-Schwester. Okay. Ah, ich habe nur. Ah, Lulu! Hallo! Guti Mackin, wie geht's? Heute habe ich Fleibe kennen, jetzt ist er mal ein bisschen verschnaufen. Ich nicht. Sieht dich in das Wetter auch so runter, alles war und nass bist du? Jetzt freue ich mich vor, dass es regnet, hätte ich nicht gegossen, hätte ich auch mal sparen können, aber naja. Hi! Morgen, Buggy, auch wenn wir kennen, wie unsere Tag mit der Beginning sind. Hallo, Buggy, hast du wirklich Milch auf Lager? Halt, Nanu, machst du deinen Stand heute nicht auf? Ich hab keine Milch, Digga. Ich hab alles schon so Käse verarbeitet. Jo, was geht bei dir? Oh! Warte. Mann, na, pass auf dich auf, wenn du bei den Tomaten nicht hättest. Das ist nicht erkältet. Warte, wer offen? Ah! Komm herein, ich bin in eine Pause und was für. Bleib draußen, du Schlingel. Und damit? Das ist doch für den Scheiß, oder? Ich bin so neidisch. Nein, eigentlich für dich, bla bla. So. Du meinst ja nie, was kommt? Oh, ich kack mich gerade so ein vor dem nächsten Jahr. Ah! One day, one hour. Someday. Ach, der Kakula, mein alter Freund. Na Junge, alles klar. Ich muss nur sagen, was du mir gegeben hast, war königswürdig, ja. Und dieses Meth, das durch Päckchen da drunter habe ich jetzt wohlwollend verkauft in der Stadt. Ach ja, kleine Drogenbande hier. Käfig!
Ganz komisch, dass Alf hier kein Problem mit hat. Hubschrauber! Gehen wir mal kurz nach unseren Checks. Nee. Wir können schon mal ruhig selber produzieren, Schwester. Ah ja. Ist egal, nehmen wir es hoch, aber nicht der Dede, was gelegt hat. So, sehr schön. Nee. Ja, das Multi. Knuspert was. Schläft wieder. Ja, leg's doch ab. Hallo. Eine Fresse. Sie halt immer da auf die Eier losgehen. Bestimmt gibt's Hühner bei uns hier, die legen 2 Eier am Tag. Und die anderen tun nur so. Okay. Schläft? Ne. So, was sieht bei dir aus? Ah, nochmal Gold, das ist ja schön. Gut, dann sind wir durch. Perfekt. Wir haben wie viele Eier? 11. 3.150 nur. Aber ich glaube, wir knacken heute die Mille. Habe ich einen Teddy gekauft? Ich weiß nicht. Der hat schon offen. Wir haben es denn mitgekriegt. Ist das sauber? Hey, wenn... Dann komm ich in die Geschäft. Ich möchte was verkaufen. So, 5 Millionen Regi. So wenig? Ja, wird schon stimmen. Ich denke vielmals. Appetit. Kaufen, was hast du denn? Was in eine Richtung? Oh, Wellen schlägt 100k. Sagen wir mal 120, 200, 250, 350, 1,35 Mille brauchen wir. 1,35, ich nehme mal so viel, das kommen wir nächstes Jahr auf jeden Fall hin. Baki, Hanma, Sohn aus der Unterwelt, der niemals auf die Schnauze fällt. Baki! Baki? Ach, der ist abgebogen, ach so. Ey, du Lümmel. Hey, Papa. Das ist für selber, stimmt? Genau, und sonst? Ach, freu mich jetzt wieder frei zu sein, zieh aus. Ach. Dann knuddel die Katze. Was hat er gesagt? Frag mich mal, was ich ihn gerade denke. Du denkst mehr als du. Wenn wir jetzt gehen, sind wir um 19 Uhr wieder zurück. Ne? Also 20 Uhr. Ja, machen wir. Ich will jetzt nicht so lange warten. Die Kühe da wieder nicht, aber. Sehe ich nicht ein. Weiß auch schön, einer auch so gewesen sein. Ja, machen Abflug. Ah, das ist schön. Aha, da kommt Bucky schon wieder, weil das hier mal rumtreibt. Merkwürdige Junge. Jo. Mein kleiner Rinderteufels. Ihr bekommt heute nochmal Futter. Morgen gibt's wieder einmal etwas anderes, vielleicht. Halt die Fresse. Er hat gar nichts gegessen, der weiß, was abgeht. Das ist schon zur Zucht da. Also zum Archiven sammeln eigentlich. Jupp, rein mit. Jo.
Fall schon geschlafen. Hallo? Josie? Josie? Aufwachen. Warte mal, komm mal. Kann noch gucken. Ja, Josie hat nichts abgegeben. Blöde Kuh. Ich hab's gewusst. Alter, mal kurz einquatschen. Achso, du Bench. Also, okay. Josie bin auch schon wieder. Kann man ablegen. Rapids Arsch reden. Auffüllen. Kann ich die kleine Bulle? Da ist er. Mäh, mäh. Ich weiß, da waren wir schon. Ich wollte sie nur mal einquatschen. Gut, dann gucken wir mal, ob wir Chicks noch alles haben. Ja, das dürfte bis morgen früh reichen. Dann schauen wir noch kurz, ob hier irgendwas fertig ist. Einmal quer durchlaufen. Nö. Perfekt. Dann mache ich jetzt schon alles erledigt. Könnten den Tag um 6 Minuten abkürzen und brauchten somit noch 16 Minuten. Ist ja super. Anstatt 22. Macht auf Dauer schon was aus. Grand Day ist rum. 6 Stunden Wetterbericht, das heißt, das nach Osten ziehen, Tiefdruckgebiet wird in den Schneefall wohl demnächst abklingen lassen. Wegen Schneefall, Alter. Hat's geschneit? Sind wir schon liegen geblieben. Schlafen! Ach, pui. Schnee! Ja, ist morgen. Was ist eigentlich für ein Fest? Sternlichtfest, achso. Ja, wir schauen mal kurz hier rein. Ist was leer? Aber fast. Ich war schade, ich dachte, die knuspert da vielleicht. Mein Schneid muss ich hier nicht gießen, oder? Nö. Perfekt. War nur Rage. Ist in die Runde gefallen. Als halt beim Werfen die noch was ab. Das wundert mich jetzt ein bisschen. Okay, müssen die wissen. Auch nichts von mir, schade. Da kommen wir noch unser Kühlein. Wieder einmal. Achso, warte, jetzt wird er durchfüttern, das Pack. Ja. Hallo! Ich hab manchen, der ist ja gar nichts und andere ist ja. Und das ganze Ding da. Jetzt komm, verpiss dich. Ah, da ist nichts mehr. Gut, 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 das wollte ich überprüft haben, ja? Ich muss das auschecken. Achso, der ist voll. Oder oh, ist so weit, dann kann man es verkaufen. Perfekt. Ach, und du hast Blutschwolle. Na? Die hatten wir schon. Das ist echt ausgewachsene Bulle. LOL. Was war da für einer? Warte. Josie fehlt schon wieder. Was ist denn da los? Ein bisschen komischer. Okay. Und dann schon wieder aufgehört. Ach, wie praktisch. Hier verkaufen. Marmor dürfte es sein. Ja, ja, schon Marmor.
Sparky? Was ist es? Hey, Papa. Das ist was im Hof, oder? Was soll damit sein, was? Ja, ja. Ja, du wirst auch noch verstehen, du kleiner Held. Ja. Gut, dann könnten wir die theoretisch rauslassen. Wenn sie draußen die Wiese leer nur sparen. Haben wir mehr von. Da war's. So, eins, zwei, drei. Jetzt immer schön aufgefüllt sind, ne? Ist ja wichtig. Ich bin noch am überlegen, ob wir dann das neue Haus Moon spielen. Ich muss halt zugeben, ich würde mich dann 2-3 Punkten ein bisschen rein spoilern. Weil ich will keine 50 Euro ausgeben für ein Spiel, wo ich sage, ne? Und zwar mal bei jemandem reinschauen, der schon, weiß ich, so 10, 20 Stunden gezockt hat. Mal gucken, wie es ausschaut. Brauchst du irgendwas? Kate! Manuel, wo gehst du eigentlich hin? Brauchst du Crack? Hast schon. Sehr gut. Wer ist denn die da? Von mir ist es nett. Oh, shit. Oh, da können wir ein paar Blümchen pflücken. Warten wir noch, bis die Chicks wieder am Start sind. Oder wir können auch gleich die Stadt abdüsen. Na? Hallo? Du da. 144, dann pflücke ich eigentlich. Von der haben wir schon am meisten. Komm, Herbie. Abflug. Takakura. Das ist wunderbar. Ach ja. Eigentlich sind wir jetzt gerade nur noch dabei, dass wir die Zeit rumkriegen. Ja, Abflug, wo geht's denn mit dem Pferd? Sind denn wirklich alle Künstler geheimnisvoll inszenierend? Was weiß ich nicht? Nein, das. Oh nee, Gary läuft gerade aus. Oh, zum Glück, ich dachte gerade schon. Stimmt, haben die rausgelassen. Ja, Schnauze. Sind wir ready, Glück? Los, her damit. Gib gut Geld. Hallo? Dankeschön. Oh, Apfel. Aber steht da dran, wie und wann die wachsen. Finde ich schade. So, jetzt ab zu den Chicks. Und abchecken, was da geht. Hallo. Ja, das gefällt mir. Gefällt mir auch. Aha. Ja, und hier gibt es jetzt auch aufgewacht, wenn wir sie auf dem Arm hatten. Das könnte sein. So wie sie schläft. Du hattest gerade eben noch nichts. Ah, da fällt mir ein gelbes Ei. Ein goldenes Bein, nicht gelbes. Oh Gott. Oh, das Multi, der legt keine Eier. Der hat Eier. So. Ich überlege gerade. Über was könnten wir reden? Aktuelle Ereignisse? Nein. Politische Themen? Oh, schweres Pflaster. Jetzt mal vom Ei verpissen vielleicht. Ich darf die Schlussbank nach dem. Kacken dreist, ne? Wie einfach Leistung erschleichen. Hey, guck mal, ich hab zwei gelegte Troll. Als ob ich es nicht mitkriege. Die Hühner denken echt, wie blöd. Okay, schon ein Stück weiter, aber so jetzt auch wieder nicht. Gut. Gut. Wir haben 15. Ja, doch. Stimmt alles gut. 15 Eier. Haben wir 16 Tiere. Ah, Hühner werden am Stück oder happy. Alle Achtung. Seid ihr Molke bereit? Nee, sind sie noch nicht. Schade.
kein Geld hat. Nein! Ist als Fehlbeantrager. Warte mal, ist der weg? Nee, den steht er noch. Scheiße. Alf, was ist los? Was geht, Brudi? Kiwi! Alte Schnuffelbacke. Ach ja, der Stakakura. Spaziert wieder unser Zeug hier, ne? Ist auch noch nichts fertig. Mann, du. Und jetzt? Perfekt. Weisheit, haben wir dich? Ja. Kannst du mal hier durchlaufen, kurz reden. Der weiß auch nicht, dass er wieder wegkommt, ne? Okay, schläft halt von mir aus. Selber schuld. Kann ja nicht helfen. So, Kreis gelaufen, perfekt. Gut, dann. Aufgefüllt ist alles, perfekt, dann rein mit euch. Ich stell euch mal vor, das sind 16 Kühe und 16 Schafe drin. Wisst ihr, wie das abgeht? Holy shit. Und in Back to the Nation sind Tage 30 Tage lang. Ne? Kirby, Hubschrauber! Ja, ich hab was dann schon wieder, ne? Ja. Abflug. Morgen ist es soweit, ne? Ich glaube, es ist ja das komische Festleder. Zack. Ah, das ist halt das, was mich hier an der Story sieht, ein bisschen an. Okay, es ging noch. Ich dachte jetzt, es geht kleiner, weil es ein kleiner Kocher ist. Am Spülbecken halt. Who knows, who knows, who knows. Bling, bling. Es regnet so stürmt der ganze Zeit schon, wie scheiße, du. Warte mal, was ist ein Bucky Hanma? Bucky! Was geht, Brudi? Morgen, Papa. Oh, bin ja kein Baby mehr. Hey! Was? Wenn ich so daran zurückdenke, war es ziemlich... Ah, die Fresse. Kannst du arbeiten gehen, du Lurch. Immer das Gleiche mit dem, ne? Mit uns auch natürlich. So, Food. Haben die noch die kleinen... würdigen Tierchen? Das ist ganz wichtig. Ja, ich habe vergessen, die rauszulassen. Ja, das war mir aufgefallen. So, Dele. Oh, Erdbeeren sind fertig, sehr schön. Da müssen wir kurz abchecken. Herbst bis Winter, Herbst bis Frühling, Sommer bis Winter. Weißt du, die schon mal nehmen, die fliegen jetzt raus. Dann pflanzen wir noch Erdbeeren an. Wie viel hast du noch? Sehr wenig. Müssen wir noch produzieren? Diesmal deutlich mehr mal. Hopp, weil um 8 Uhr spuckt er aus. Opa. Rein mit. So, eben wieder. Kurzzeitig. Ich werde, glaube ich, wir werden jetzt heute richtig eskalieren und alles wegrotzen, was geht. So, auffüllen. Wir werden brutal viel Dünger herstellen jetzt, weil das nervt. Ich will einfach einen Arschwolfkante haben. Ja, jetzt, Sherlock. Weg mit deinem Ass. Ah, er ist verkauft, perfekt. Ihr wisst also, was es bedeutet, wenn man keine Leistung erbringt, was die Milch hier, ne, angeht.
Dann seid ihr easygoing wieder weg. So, dann haben wir alle.